klappt's. Hallo, ihr Lieben, hier bin ich mit der Susi. Hallo. Hallo, hier ist die Susi mit der Patricia. Genau. Wir sind so mega energetisch geladen, weil wir hatten gestern Abend ersten Live-Call von Divine Healing und heute Morgen in unserer Telegram-Gruppe bam, 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 bam. Ja. Und es ist so leicht, es darf wirklich so leicht sein, es darf so einfach sein. Und ich habe mich jetzt auch immer wieder erwischt, wo ich dann da bin und denke, wieso klappt es nicht, wieso geht es nicht? Und die einzige Antwort ist, weil du nicht glaubst, dass es so funktionieren kann, weil du nicht glaubst, weil du es nicht erwartest. Ja. Das ist die einzige Antwort. Das ist die absolut einzige Antwort und deswegen, das ist ja auch das Magische an diesen Gruppen, wenn du etwas nicht für möglich hältst, aber mit Menschen sprichst, die es für möglich halten, dann ist das eine wahnsinnige Erkenntnis, ein Booster, eine Unterstützung, das glaubt einer ja gar nicht. Wobei wir es ja wissen, ne? Wenn man mit Leuten dann zusammenkommt, die es überhaupt nicht glauben, dann gibst du dir ja wieder recht und denkst, ja klar, was denke ich mir denn eigentlich, was habe ich mir denn eingebildet? Wenn ich jetzt mich aber umgebe, wenigstens für eine gewisse Zeit, mit Menschen, die sagen, ja, genau so ist es, genau so ist es. Bei mir ist es auch so, bei mir ist es so und ich glaube das und das ist eine Kraft, das ist unglaublich. Und vor allem dieser Switch, ja, von jetzt auf nachher, das ist, der geht von jetzt auf nachher, der geht von einem, jetzt ist es so, jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, jetzt ist es anders. So schnell kann es gehen, ja. Weil es eben die innere Arbeit ist. Und der entscheidende Moment ist einfach da, wo ich es für mich entscheide und nicht, wo ich es im Außen sehe. Ja, aber wie gesagt, es gibt einfach eine, jetzt weiß jede, oder? Also jede kennt ihre inneren Stimmen. Und um diese inneren Stimmen geht es. Die musst du einfach auf deine Seite kriegen quasi. Also es gibt eigentlich drei Personen da drin. Einmal die Beobachterin und dann gibt es die, wo sagt, geht nicht. Und dann gibt es die, die sagt, geht. Und jetzt musst du praktisch alle irgendwie auf dein Schiff kriegen, auf deinen Bus kriegen, auf deinen Zug kriegen. Und das ist halt so viel einfacher mit Unterstützung. Ich kann es nur nochmal sagen, jetzt das schwirrt mir gerade so im Kopf rum. Aber es ist natürlich immer auch eine Entscheidung für dich selber, beziehungsweise kannst du es auch in deinem Inneren klären. Du musst nur einfach dir mal zuhören, was du redest den ganzen Tag. Dann guckst du auf deine Realität, deinen Alltag. Und dann siehst du, es gibt einen Zusammenhang. Und zwar einen 1:1 Zusammenhang. Jetzt entscheidest du, nee, dann muss ich es ja, nein, zuerst versucht man immer im Außen was rumzumurksen. Ne? Also so war ich dann immer drauf. Ah ja, okay, das sind nicht die richtigen Menschen, mit denen ich mich umgebe, die müssen weg. Der Job muss weg, das muss alles weg, weil das, ja, dann komme ich vom Regen in die Traufe oft. Und dann jetzt in dieser Art zu denken, wie wir das tun, habe ich jetzt verstanden, habe ich wirklich für mich selber verstanden, es beginnt hier. Zuerst habe ich die Gedanken und dann kommt das nach, was ich im Außen sehe. Und das ist der ganze Prozess und das ist die ganze Entscheidung, die du treffen musst. Ich bin jetzt bereit, in meinem Inneren aufzuräumen und zu sagen, so ist es und so will ich es haben. Genau. Und ich habe heute Morgen wieder so eine Ad in Facebook gesehen. Und da steht zum Beispiel, es hilft dir jemand, dein Business und deine energetischen Blockaden in deinem Business zu heilen. Und zwar kollektive Verstrickungen. Da steht ganz klar, dass man fasziniert sein wird, wenn man erkennt, dass man bis jetzt keinen Erfolg hatte, weil kollektive Verstrickungen vorliegen. Ja, und dann ist es wichtig, mal zu erkennen auch, okay, es gibt scheinbar viele Leute, die glauben, ich habe hier kollektive Verstrickungen.
Und ich möchte heute kurz diese Klarheit und die Wahrheit geben, was hat es mit diesen kollektiven Verstrickungen auf sich? Was hat es mit dem Kollektiv auf sich? Wir haben ja gestern Abend da auch drüber gesprochen, wie viele Menschen sich tatsächlich durch das Kollektiv, durch das Außen behindert fühlen, beeinträchtigt fühlen, unterdrückt fühlen und deswegen eben sich nicht das Business erlauben, das sie gerne möchten, sich nicht die Liebesbeziehungen erlauben, die sie gerne möchten und schlimmstenfalls sogar sich nicht die Gesundheit erlauben, die sie gerne möchten. Ja. Und ich möchte jetzt hier endlich mal auch vor aller Öffentlichkeit sagen, wirklich, ich habe tatsächlich gestern auch wieder eine Telegram-Gruppe gefunden. Da geht es über, wie heißt es? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Da geht es wirklich darum, dass sich Leute einbilden, dass sie jetzt von Leuten, die sich gegen einen Virus haben schlumpfen lassen, angesteckt werden. Mhm. Und in dieser Facebook-Gruppe, in dieser Telegram-Gruppe sind 23.777 Leute, die das glauben. Die glauben tatsächlich kollektiv, sie können sich anstecken. Also dieser scheiß Ansteckgedanke, dieser Gedanke, dass ich kollektive Verstrickungen habe, dieser Gedanke, dass irgendetwas mich ziehen kann, irgendetwas mich manipulieren kann, irgendetwas mich krank machen kann, ja, ist heftigst. Der ist ansteckend. Ja, der Gedanke ist ansteckend. Der Gedanke ist eben ansteckend. Das ist genau das. Und dieser Gedanke ist so ansteckend, dass da im Kollektiv etwas lauert, was mich krank macht, was mich nicht erfolgreich macht, was mir es so unmöglicht, Geld zu verdienen, erfolgreich zu sein, in was auch immer. Das ist ja, genau. Bullshit. Leute, wir müssen damit aufhören. Es können doch nicht 23.777 Leute Angst davor haben, dass jetzt plötzlich diejenigen, die sich eine Spritze setzen haben lassen, irgendetwas ausdünsten, was die krank macht, die sich die Spritze nicht haben setzen lassen. Genau, da sind mehrere Fragen zu beantworten, würde ich sagen. Also erstens mal eine Frage wäre, ich meine, dass alles ja sowieso auf Angst basiert, ist ja klar, ne? Also die Grundenergie ist immer Angst. Und die Angst ist das eigentlich Ansteckende. So. Aber das andere ist ja, was du auch gestern in der Gruppe ja schon gesagt hast, was ist eigentlich das Kollektiv? Also man muss sich das ja mal beantworten. Und wer uns jetzt hier schon so ein bisschen kennt, weiß ja, von welcher Seite der Wind kommt, ja? Und der Wind, der kommt nämlich aus der Seite, dass ich machtvoll bin. Sehr machtvoll. Überaus machtvoll. Es geht alles, eigentlich, was ich denke, ist ja, genau, ein genau, Befehl. Genau, genau. Und jetzt da muss ich mir das dann überlegen, ja, was ist denn das Kollektiv? Im Grunde bin ich das. Also wenn ich mich jetzt wirklich mal so ausdehne, wenn ich das jetzt mal wenigstens im Kopf philosophischerweise tue, ich dehne mich komplett aus, ich bin alles. Ich frage dann auch immer, dann bin ich das Kollektiv selbst? Wer sieht das Kollektiv? Wer beurteilt das Kollektiv? Wer beurteilt die Information? Wer zieht die Rückschlüsse? Wer ist denn das? So ist es. Und solange du das tust, das haben wir ja schon jetzt ganz am Anfang gesagt, solange du im Inneren dieses Bild hast und für wahr hältst, kann es nicht anders sein, dass es im Außen dir gezeigt wird. Es ist für alle Dinge dasselbe, ob das jetzt über Kollektivsachen geht oder über deine eigenen privaten Liebesbeziehungen, ob es über deine Finanzen geht, ob es um deine Gesundheit geht, ist immer dasselbe. Du hast erst ein Bild in dir, hältst es für wahr oder nicht wahr und dann erschafft irgendwie, ich meine, das weiß ich nicht, brauche ich auch nicht wissen, erschafft sich das selbst und dann kann ich es beobachten. Genau. Und so geht es unwiderruflich. Ja. Und das sind ja wahnsinnig gute Neuigkeiten. Das ist eigentlich die Sensation. Ich weiß gar nicht, warum man immer so lange das rum erklären muss. Also auch ich mir selber, ich erkläre es mir ja auch jeden Tag, damit ich nicht wieder in das alte Schema zurück. Ja, weil es dir halt lange anders war, weiß,
gemacht worden ist. Ja. Und deswegen ist es jetzt auch so mühsam, hier eine neue Überzeugung in dein Bewusstsein, weil ich bin nicht von dieser Unterbewusstseinstheorie so, aber das Unterbewusstsein ist einfach der Keller, über den ich mir nicht bewusst bin, wer da halt noch existiert. Der Keller, der Raum, dieser Bewusstseinsraum, wo eben diese kollektiven Überzeugungen drin sind. Ja, ich denke, da kommt jetzt auch das Ohnmachtsgefühl her. Also, weil, ja, so wie das eben dann ist, ich kann ja nichts machen, das kommt ja von, ne, ich muss ja reagieren. Das kommt tatsächlich, denke ich, aus unserer Programmierungszeit. Die Hauptprogrammierungszeit, ich denke, da sind wir uns einig, passiert so zwischen, was weiß ich, 0 bis 9 Jahre. So, da wirst du einfach komplett einmal durchprogrammiert und dann kannst du dein ganzes Leben gucken, glaube ich das, glaube ich es nicht. Suche ich mir Sachen, die meine Grundannahmen bestätigen, was die meisten tun. Die gehen dann raus und bestätigen sich selber. Ja, siehst du, das hat ja schon meine Mutter gesagt, das hat ja schon mein Vater gesagt oder vorgelebt. Die hatten recht. Und diese Programmierung, ich denke, es ist vielleicht, dass das Unterbewusste ist halt eine Programmierung. Ne? Es ist einfach mit dieser neuen Technologie eigentlich ganz gut zu erklären. Das ist wie die Grundinformation von deiner Software. Also nicht unbedingt die Festplatte. Die Festplatte hat auch damit zu tun. Aber die Software bestimmt ja, welche Sachen du von der Festplatte ansprichst. Ja, und wo die Zusammenhänge sind und was wo getriggert wird und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwie glaubst du nicht, dass dadurch sich tatsächlich dieses Bild, das du im Außen siehst, erschaffen hat? Nein, also erstens mal, das kriegt man schon gar nicht gesagt. Und dann gibt es ja immer noch diesen Faktor, dass du vielleicht sogar, ja, nein, das kann jeder selber erfahren, dass es halt doch nicht so ganz eins zu eins geht. Ich meine, in diesem berühmten Film The Secret oder in dem Buch von dieser Rhonda Byrne, da fing ja vieles an, dass die Leute überhaupt mal drüber nachgedacht haben, dass es mit ihnen zu tun haben könnte. Da gibt es eine Szene, da sitzt er in seinem Wohnzimmer und denkt sich einen Elefanten. Und bing, eine Sekunde später sitzt eben der Elefant in dem Wohnzimmer. So funktioniert es eben nicht, aber es wird mit einer Verzögerung, leichten Verzögerung, passiert es schon ziemlich schnell. Also, aber das kann nur jede selber ausprobieren. Das kann nur jede ja, und bei dem Elefanten ist halt tatsächlich schon eine große Arbeit zu machen, dass du es für möglich hältst, dass in deinem Wohnzimmer ein Elefant sitzt. Das fängt ja damit an, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass der durch die Tür passt. Ja, aber jetzt, du kannst dir sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt über meinen Teppich eine Spinne läuft. Das kann ich mir vorstellen. Das halte ich für wahr. Das halte ich für wahrscheinlich. Dann kann das sein, dass das tatsächlich ziemlich schnell passiert. Und Neville Goddard, der ja auch ein wichtiger Faktor ist in unseren Überlegungen immer wieder mal, weil der viele kluge Sachen gesagt hat, der sagt eben, es muss sich natürlich für dich anfühlen. Jetzt ist aber wieder diese Krux mit diesem Unbewussten. Wie kann ich denn wissen, was ich wirklich für natürlich halte? Und dann kommt wieder mein Credo dazu, dann guck dir an, was in deinem Leben passiert. Und das, was in deinem Leben passiert, ist alles das, was du für wahr und natürlich hältst. Genau, und da kommen halt dann so Sachen, dass du halt womöglich für nah und natürlich hältst, dass du nicht gewollt oder nicht unterstützt bist, weil das auf irgendeine Art und Weise haben wir das alle schon erfahren und halten das jetzt für wahr und natürlich. Ja, das meine ich ja. Also diese Grundprogrammierung als Kind, das halten wir für sehr, sehr natürlich und wahr. Und es sind im Grunde immer Wiederholungen von derselben Überzeugung. Wenn jemand das kann ja auch was Gutes sein. Können auch gute Sachen dabei sein. Wenn ich das für wahr und natürlich halte, dass ich alles, was ich anpacke, zu Gold mache, dann ist das wahr und natürlich. Meistens, also ich habe schon von vielen Frauen gehört, dass es eben so ist, naja, wenn ich es dann unbedingt brauche, dann klappt es ja doch. Also so. Solche Überzeugungen sind ja im Grunde erstens mal gut. Es klappt dann ja doch. Aber meistens. Aber die Voraussetzung ist, dass ich in den krassen Mangel diesbezüglich erstmal kommen muss, weil ich das ja glaube, dass ich nur, wenn ich diesen krassen Mangel spüre, dass es halt nachher dann ja doch klappt. Genau.
Und so äußern sich eben diese Dinge, die du irgendwann mal abgespeichert, programmiert hast. Und es ist halt jetzt gut, wenn man, ja, ist egal, wann man anfängt damit, sich es einfach klar macht. Ich denke, man muss Klarheit kriegen, man muss den Verstand mit an Bord nehmen, man muss jeden Tag praktisch sich sagen, wie ist es wirklich und was will ich? Das Wollen reicht aber noch nicht so ganz. Sondern was will ich und was von meinem Willen halte ich für wahr oder von meinem Wunsch? Und wenn wie kann ich etwas jetzt nicht für wahr erhalte, dann heißt es für mich dort arbeiten. Ja, ich muss mich praktisch selber überzeugen, dass das wahr sein könnte. Ich muss es für möglich halten. Ich muss zumindest mal die Tür öffnen und sagen, könnte sein. Und wenn ich halt ganz tief weiß in mir, wie Schöpfung funktioniert, wie Schöpfung und Kreation wirklich funktioniert, dann kann ich tatsächlich pauschal alles als wahr halten. Ja. Ja, das ist dann mein Allgemeinerlaubnis, wenn ich in meiner Schöpfermentalität, Identität bin und das wirklich zweifelsohne weiß, dass die Dinge so erschaffen werden, die schlechten, die guten, durch mich hindurch, wie dieser Prozess, dieser Mechanismus funktioniert, dann kann ich es zweifelsohne auch für wahr halten, dass bei mir ein Elefant auf dem Sofa sitzt. Ja, wenn ich das unbedingt will, kann ich das machen. Ja. Kann ich das machen, wenn mir das wichtig ist. Aber es muss mir halt eben genau wichtig sein. Ja? Es muss mir wirklich wichtig sein, dass ich mir diesen Elefant aufs Sofa setzen kann. Weil sonst mache ich den Effort eben nicht. Eben, ja, das ist diese Selbstüberzeugung ist ein Effort, genau, oder ist eine Anstrengung. Aber der Witz ist einfach, also es ist meine Erfahrung, wenn ich wirklich mich in einer Gruppe bewege, von daher spielt dann das Kollektiv für mich ja auch wieder eine Rolle, beziehungsweise wenigstens ein kleines Kollektiv, so wie meine Familie eine Rolle gespielt hat. Und dieses kleine Kollektiv habe ich mir jetzt bewusst ausgesucht und die unterstützen mich jetzt bitteschön da drin, dass der Elefant möglich ist, wenn ich ihn denn will. Also der Elefant steht jetzt einfach für etwas ganz Großes, was ich... ich nicht glaube, dass doch meine kleine Tür passt. Genau, jetzt erstmal glaube ich es nicht, aber wie kann ich mir das möglich machen? Genau. Aber per se habe ich keine, das will ich jetzt einfach nochmal sagen, keine kollektiven Verstrickungen zu verfolgen, zu glauben, zu bearbeiten, wenn ich verstehe, dass alles Energie ist und dass ich mich energetisch nur verstricken kann, wenn ich ein energetischer Match bin. Und dass es eben egal ist, was da draußen für eine Energie ist, ich dominiere, wenn ich stark genug bin. Wenn ich stark genug bin. Und das ist das Wichtige. Ich habe heute, ganz spannend, ein Experiment gesehen. Da hatte so ein Chinese hatte eine Stimmgabel und neben der Stimmgabel hat er einen Ping-Pong-Ball gehabt. Ja? Und dann hat er eine andere Stimmgabel betätigt und plötzlich hat diese Stimmgabel neben dem Ping-Pong-Ball angefangen, sich zu bewegen und diesen Ping-Pong-Ball anzustoßen. Genau. So. Das ist so. Wenn ich als Stimmgabel meine Frequenz, meine Stimmung, meine Energie nicht halten kann, dann resoniert... Kommt von außen eine und ich gehe in Resonanz. Und deswegen, das stimmt nicht so ganz. Ich kann auch eine Stimmgabel dorthin bauen, neben dem Ping-Pong-Ball, die aus einem Material ist, das eben nicht anfällig ist für Schwingung von außen. Und dann wird sich der Ping-Pong-Ball nicht bewegen. Ja. Und so muss ich in mir immer wieder diese Steady-Energie durch meine Kraft erschaffen, sodass ich eben überhaupt keine kollektiven Verstrickungen möchte. Und jetzt wird es aber spannend. Ich will ja kollektive Verstrickungen, weil ich glaube, ja, wenn ich mich kollektiv verstricke, dann kriege ich Liebe. Wenn ich mich kollektiv verstricke, dann kriege ich Anerkennung. Wenn ich kollektiv mich verstricke, kriege ich Unterstützung. Und deswegen gehe ich immer wieder hin und versuche mich irgendwo kollektiv zu verstricken, wo ich glaube, dass mein Support herkommt. Und das ist diese Krux. Und da muss ich verstehen, dass
all das, was ich mir suche im Außen durch meine kollektiven Verstrickungen, nicht von dort kommen. Ja, also ich habe ja ein super Bild für mich da wieder mir mal zurechtgeschustert, also dass ich mir ja überlege, wenn ich diese Stimmgabel bin, die ja jetzt nicht schwingt und jetzt kommt von scheinbar, muss ich dann schon gleich dazu sagen, von außen eine Schwingung und ich übernehme diese Schwingung, also habe ich mir zurechtgelegt jetzt, um es zu begreifen für mich. Ich bin auch die Schwingung von dieser anderen. Ich bin das. Also ich meine, das ist jetzt schon natürlich ein bisschen ein Sprung, den man da oben machen muss, aber wenn ich mir das wirklich vorstelle, da ich ja alles bin, da ich ja auch diejenige bin, die interpretiert, die die Deutung reingibt, die die Schwingung quasi einfach reingibt, dann bin ich auch diejenige, die sagen kann, so habe ich das wieder gemacht, aber was will ich stattdessen? Verstehst du, was ich meine? Also es ist so dieser Gott-Moment wieder, auf was ich raus will. Dieser Moment, wo ich einfach weiß, ich kann durch meine Deutungen, durch mein Denken, durch mein Fühlen, da kann ich beeinflussen, was ich von außen, es gibt dieses Außen eigentlich gar nicht, so muss ich sagen. Es gibt dieses Außen gar nicht. Das ist eben, ja, so da kann ich dorthin zu machen. Kommen. Da kann ich dorthin kommen, weil es einfach diese göttliche Wahrheit ist, diese All-Eins-Wahrheit, wo jeder weiß, ja, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Mhm. Aber auf welche Art und Weise wir verbunden sind und wie sich das ausgestaltet, die Verbindung, entscheide ich ganz alleine. Kreiere ich ganz alleine. 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 Crazy. Genau. Alleine. Und das sind wie viele Milliarden Menschen da draußen und ich kreiere. Ja. Das alleine, was das für mich bedeutet, wie es sich für mich anfühlt, wie es für mich wirkt, kreiere ich alleine. Ja. Und das ist diese Krux, von der ich niemals abkommen kann, weil es die göttliche Wahrheit ist. Und was dann das Schöne ist, wenn ich das wirklich mache, ja, also anstrebe, mir zu Herzen nehme und sage, wenn das wirklich so ist, dann ist diese Verstrickung, die ich im Außen wahrnehme, im Kollektiv, meine eigene Verstrickung. Wenn ich jetzt diese eigene Verstrickung wirklich angehe, auflöse, dann wird sich das im Außen auflösen. Also es ist so einfach. Es ist im Grunde so. Und solange ich hier drinnen Ängste habe, kriegerische Gedanken habe, Hass habe, denke, scheiße, da fährt man wieder einen Karren. Solange ich all diese Dinge denke, und nicht aussende, ist immer blöd, dann werde ich es einfach erschaffen. Ich werde es einfach erschaffen. Und dann kriege ich wieder recht und so weiter. Das ist ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt, wenn ich wenigstens zulasse, das mal zu überlegen, dass das wahr ist. Das ist die Wahrheit. Und Neville sagt das in einem Kapitel, wo ich einfach nicht mehr finde. Irgendwann finde ich es mal wieder. Da steht er auf dem Schiffsdeck. Und hat so eine Erleuchtungsgeschichte, die er dann erzählt. Er sieht ein Licht. Und dann wird ihm klar, wenn wirklich nur Liebe in mir ist und wirklich nur Gnade in mir ist, das klingt jetzt wieder so heilig, das soll gar nicht heilig sein, sondern einfach nur... ist einfach die Wahrheit. Ja, heilig im Ganz, also dass ich so ganz bin, dass ich so ganz voller Dankbarkeit und Liebe bin, dann kann ich nichts anderes draußen sehen. Und in dem Moment, wo ich immer diese kollektiven Scheißsachen sehe, dann ist es noch in mir. Ich kann mich nicht rausquatschen. Und das ist eben der Punkt. Und wenn du das mal wirklich angehst, in kleinen Schritten, du wirst sofort Ergebnisse haben. Du wirst Ergebnisse sofort haben. Sofort! Vielleicht nicht gerade sofort diese großen Ergebnisse, weil du glaubst, groß ist schwer. Genau. Es liegt einfach nur da drin, groß, schwer, aber es wird sofort sein, aber du musst so konstant und unabdringlich da bleiben. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass du ein Konzept machst von dir selbst. Und da gehört zum Beispiel dazu, ich bin tatsächlich, ich bin die Kraft in meinem Leben, ich bin die Macht in meinem Leben. Das muss man als Selbstkonzept erstmal schlucken und verarbeiten. Und hernehmen,
Weil dann kann man ja erst in diese nächste Gedankensache rein eintauchen. Also ist meine Erfahrung. Und weil wenn ich so, denke, es auch ist einfach nur so. Und es gibt ganz wenige Menschen, die von diesem Konzept nicht mehr abweichen. Und das sind meine Mentorinnen, das bin ich, genau. Meine Klientinnen, das sind meine Mentorinnen für mich und für ihre Klientinnen. Ja. Und da gibt es kein Wenn und Aber. Und wenn dann dein Verstand wieder herkommt und dir irgendwelche Storys erzählen will, dann wird das geklärt in Wahrheit und in Klarheit, weil sonst galoppierst du wieder in eine Richtung, wo du nicht galoppieren möchtest. Und darum habe ich das hier gemacht, darum habe ich das initiiert, mywellfeeling.com mit Mentorinnen, nicht nur ich alleine, weil, ehrlich gesagt, diese Bedingungen immer wieder gekommen sind und ich habe schon viele Coachings gemacht, ich habe schon viel gehört, ich habe mir schon viel angehört und irgendwo heißt es dann immer wieder, ja, du musst das umzu. Ja, aber umzu musst du das. Und das ist eben eine Fehlleitung. Eine Fehlleitung. Ja. Es ist so, es gibt nur dich. Ja, also in deiner Welt gibt es nur dich. Und du, Patricia, du hast es jetzt auch sehr geschickt gemacht. Du hast dich praktisch outgepusht, und um einfach dir auch selber immer wieder klar zu machen, okay. Und das ist einfach genau der Punkt. Und das machen wir ganz konzentriert hier in deinen Programmen. Und das ist so kraftvoll, weil wir es gewohnt sind. Wir sind gewohnt, so zu lernen, so programmiert zu werden, dass eben andere Menschen in Anführungsstrichen dran beteiligt sind. Wir pushen praktisch uns selbst aus, um uns selber zu lehren. Und was wir halt auch immer machen, das will ich jetzt zum Abschluss noch sagen, wir treffen uns vor jedem Coaching-Call eine halbe Stunde früher. Und wenn da was ansteht für irgendeine in der Gruppe, dann wird es in unserem Bewusstsein bereinigt. Und das klappt. Wir haben es erlebt. Wir haben es erlebt nicht nur einmal. Da hat eine gerade eine spezielle Situation und wir haben dieses Bewusstsein geklärt. Ja. Und diese Information ist dann im Feld, ist im Raum und es hat keine paar Tage gedauert, haben wir das Feedback gekriegt, dass eine Situation eingetreten ist, die logischerweise nicht hätte eintreten können nach dem, was wir gehört haben, was alles passiert ist. Genau, weil wir es dann anders eingeschätzt haben, was anderes für wahr gehalten haben. Und so funktioniert Heilung. Und so funktionieren wir. Und jetzt geht es halt wirklich darum, in diese Kraft einzutreten. Und das ist nicht spooky, das ist nicht Hokuspokus, das ist nicht Yoga, das ist nicht Guru, das ist nicht religiös, das ist nicht an irgendwelche Portale oder sonstige Energien geknüpft. Das ist nicht, weiß nicht, was gibt es denn noch alles? Ja, ich denke, die Portale und das Ganze da, diese Ecke, das ist die Folge. Das ist nicht die Ursache. Ganz genau. Und ich brauche mir keine Erlaubnis holen bei Portaltagen. Ich brauche mir keine Erlaubnis holen bei der Schumann-Frequenz. Ich brauche mir keine Erlaubnis holen bei irgendeinem Guru. Ich brauche mir keine Erlaubnis holen, wo auch immer. Ich entscheide das einzig und allein, weil ich es aus meiner göttlichen Wahrheit und Klarheit für richtig empfinde, weil es der Liebe entspricht, weil es der Bedingungslosigkeit entspricht, weil es der höchsten Energie entspricht. Nur deswegen. Ja, und das ist eben, das Interessante ist, dann hast du diese Erkenntnisse, das wir zusammen geübt haben, ja? Dann hast du dein Day-to-Day-Leben, ab Montag, Dienstag, Mittwoch, und das zusammenzubringen, das bringt die Wunder. Ganz genau. Und so sind wir alle aufgerufen, insbesondere jetzt in dieser jetzigen Zeit, unsere Kraft in uns zu versammeln und dann diese Outpushes in Situationen, in Menschen, in Zusammenspielen zu kreieren. Jeder in seinem Raum.
Und dann wird die logische Konsequenz sein, dass es mehr von diesem gibt. Ja. Und von dem anderen weniger. Und wenn du das andere fütterst, durch Angst, durch Bedenken, durch Ärger, durch Widerstand, durch dagegen kämpfen, dann kannst du nicht gleichzeitig das Erwünschte füttern. Genau. Das geht nicht. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Und diese Disziplin anzubringen, trotz der Trigger und diese Wut, die ich auch oft spüre und denke, ah, das kostet mich jetzt so dermaßen an. Wie kann man? Lalalalalala, geht es dann in meinem Kopf. Und dann sage ich aber, für mich ist es nicht wahr. Und all diese Dinge, die betreffen mich tatsächlich nicht. Diese ja. Dinge, diese Regulierungen im Außen. Es betrifft mich nicht, es schränkt mich nicht ein. Ich glaube zwar oft, oh mein Gott, glaube ich kurz, dann ändere ich das und es hat mich, es schränkt mich nicht ein. Und wir haben jetzt auch eine unserer Mentorinnen hat es wieder bewiesen, dass es keine Einschränkungen gibt, dass es wirklich diese Information, diese Intention, die du aussendest, die passiert dann und plötzlich hast du Menschen, die laufen konform, von denen du nie gedacht hast, dass sie dich auf diese Art und Weise auf deinem Weg unterstützt würden, weil das so im System nicht verankert ist. Genau, die Wege musst du nicht machen. Das ist ja meine sehr geschätzte Florence Gavachin, die ich immer auf meinem YouTube-Kanal ja rauf und runter lese. Die sagt das schon vor 100 Jahren, ne? 100 Jahre, naja, aber ja, sehr lange schon erzählt die genau diese Geschichte. Du musst einfach ganz klar in dir sagen, wie ich es haben will. Du musst diesen Glauben entwickeln, du musst diese Stärke entwickeln. Dann kommen plötzlich also Wege oder Personen, die genau das tun, was du praktisch angewiesen hast. Aber du weißt gar nicht, wer es letztlich ausführen wird. Ganz es wird genau. aber pünktlich ausgeführt. Es ist wirklich so wichtig, dass wir diese kollektiven Verstrickungen, die sich immer so wunderschön anbieten, ja, dazu nutzen, die so für uns aufzubauen, dass sie uns eben dahin bringen, wo wir sein wollen, dass sie uns diese Kraft und diese Unterstützung geben. Und dass ich einfach sage, ja, Susi, ich bin sehr gerne mit dir kollektiv verstrickt. Genau. Weil das unterstützt mich auf meinem Weg. Ich weiß ganz genau, dass diese kollektive Verstrickung mit dir mich dorthin bringt, wo ich sein möchte. Ganz genau. Ich habe auch da die Wahl. Und ich muss nicht mal kollektive Verstrickungen sagen, ja, ich will das nicht, ich kann nicht machen. Aber ich kann auch sagen, ich möchte gerne kollektive Verstrickungen haben, aber nach meinem Gusto, nach meiner Vorstellung, die sollen sich so und so anfühlen und alle anderen kollektiven Verstrickungen, die... Also um nochmal dieses Wort überhaupt, weil ich brauche gar keine kollektiven Verstrickungen in meinem Leben zu kreieren, das brauche ich gar nicht. Aber wenn schon, dann schon so, wie ich es gerne hätte. Du musst dir einfach nur darüber klar sein, wer du bist. Genau. Ich kann dir so. Von meinem Leben was geben, ja. Ja. Und dann ist es einfach so, du musst dir einfach klar machen, wenn ich wirklich so eine hohe Meinung von mir habe, dann kann ich draußen nur alles treffen, Menschen treffen, Situationen treffen, was eine hohe Meinung von mir hat. Ganz genau. Fans. Also ich muss das nicht kollektive Verstrickung nennen, sondern ich habe da draußen Fans. Ich habe Cheerleader. Die Fans haben wir ja hier geboren in St. Moritz im wunderschönen Theater. Genau. Haben wir diese Fans geboren und wir dürfen sie weiterhin bespaßen. So ist gerade hier, wir haben hier ein paar Zuschauer, hat noch irgendjemand eine Frage aus seinem eigenen Leben. Ist hier noch jemand dabei, der gerade sagt, ja, aber wie gehe ich mit der Situation um? Oder wie handle ich das? Ich schaue gerade hier auf Facebook, ob ich da was sehe. Ihr könnt es jetzt kurz reinschreiben. Ansonsten ist es natürlich ganz einfach, hier mit uns in Kontakt zu kommen, mit mir, mit den Mentorinnen. Auf meiner Homepage mywellfeeling.com gibt es einen Link, da kannst du ein Kennenlerngespräch mit mir, mit jeder Mentorin vereinbaren, 20 Minuten, um dir ein bisschen mehr Klarheit zu holen. Es gibt die Möglichkeit, nach wie vor für 4 Stunden ein Coaching-Package zu buchen bei den Mentorinnen.
das ist wirklich noch zu einem Schnäppchenpreis zu haben, weil das, was es bewirkt, ist eigentlich nicht mit Geld aufzuwiegen. Des Weiteren habe ich im Moment die Möglichkeit, 1 bis 2 1:1 Coachings habe ich mir eröffnet, dass ich das mache, weil ich merke, jetzt habe ich wieder Lust darauf. Das habe ich ganz, ganz lange, fast schon ein Jahr oder so, nicht mehr gemacht. Da möchte ich wirklich jemanden begleiten, der ganz bereit ist, in diese Power und Kraft zu treten und sich das zu kreieren, was er möchte. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben Divine Healing, das hat gestern das erste 1:1 Coaching gestartet. Auch da, wir schließen niemanden aus, du kannst jederzeit eintreten, du kannst mit in die Gruppe kommen. Wir sind da, es braucht nur dich, es braucht nur deine Entscheidung. Und die, alle, wirklich alle, die diesen Weg gegangen sind, die sind sich dankbar. Die sind sich dankbar. Mir ist es wurscht, du musst nicht mir dankbar sein. Das Sus ist auch wurscht. Die braucht auch keine Dankbarkeit, sondern es geht wirklich darum, dass du das für dich selber machst. Ja, das ist ja der Witz. Das ist genau der Witz. Ich meine, auch bei mir selber, ne? Und auch bei dir selber. Es ist immer, kann ja nicht anders sein. Ich kann ja jetzt hier nicht erzählen, dass ich die einzige Realität bin und dann doch nicht. Diese Konsequenz von dem Teaching, ja. Diese Konsequenz, ich glaube nicht, dass es an einem anderen Ort, ich habe noch keinen gefunden, nicht mal mein geliebter Dr. Joe Dispenza ist in dieser Konsequenz in seinen Argumenten, ich weiß es nicht, wie es jetzt ist, aber als ich dort war, habe ich immer noch wieder gemerkt, man glaubt tatsächlich, dass es doch noch eine Realität außerhalb gibt. Man glaubt tatsächlich, dass es da irgendwelche Wesenheiten gibt, außerhalb von einem, die einem dann von außen geschickt werden. Ja. Es wird dir niemals etwas von außen geschickt. Ich werde jetzt hier wirklich nochmal sonnenklar. Du bist Gott. Du bist König in deinem Königreich. Und dir wird nichts geschickt. Du kreierst alles, was du für möglich hältst. Ja. Und deswegen pass auf, was du dir sagen lässt von Wahrsagern, von Gurus, von deiner eigenen Scheißkartenlegerei, wo ich auch war. Du sprichst nur mit dir selbst. Ja. Und das, was die Wahrsagerin sagt, ist das, was du für wahr hältst. Deswegen heißt die ja auch Wahrsagerin. Genau, die sagt dir, was du für wahr hältst. Das ist so wichtig, weil ich weiß es, ich war selber dort verstrickt, als ich das noch nicht wusste. Ich habe Zehntausende von Euro in solchen Wahrsagerzeug investiert, in meiner Angst, in meiner Verzweiflung. In meinem, oh mein Gott, ich bin ausgeliefert, ich kann nichts tun, es muss mir von außen einer wahrsagen. Und dann wurden mir wirklich tolle Dinge wahrgesagt. Und weißt du was? Diese tollen wahrgesagten Dinge, die sind kurz mal eingetreten, bis mein altes Ich, meine alten Überzeugungsmuster, das einfach mal wieder platt gemacht hat. Da waren halt 2 Wahrheiten in dir, ganz genau. Kurze Zeit. Ja. Sonst wäre ja auch die Wahrsagerin nicht aufgetaucht oder whatever. Ne? Also ich meine, das ist wirklich, aber man kann es ja als Spiel machen, dann nimm doch den Schnuller von der Wahrsagerin, aber sag ihr vorher, was du gewahrsagt haben willst. Ja, und dann glaub's ihr halt und es geht nicht. Du kannst nicht gegen deine eigene Überzeugung, da kann ich dir ins Ohr liegen. Und ich weiß es, ich meine, ich bin ja manchmal wirklich bei meinen Coaches, bin ich so ein Pain in the ass. Und du weißt es auch und es kommt immer wieder und dann denkst du, wow. Aber irgendwann mal fruchtet es, irgendwann mal landet der Samen, irgendwann mal geht die Blume auf und irgendwann mal ist es dir sonnensklar, dass es so funktioniert. Weil es ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, was die Susi sich ausgedacht hat, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern es ist das, was wir sind. Punkt. Ja. Good. Ja, aber gut, auf irgendeiner Ebene hat sich etwas das ausgedacht, aber wir sind das. Wir sind das. Aber auf der höchsten Ebene hat sich eben das
eine Version von uns ausgedacht, die mhm. wir jetzt kennenlernen dürfen. Ja. Der wir uns annähern dürfen. Jetzt dürfen wir endlich mal endlich die Schuhe anziehen. Ja, und uns das erlauben. Und dazu, es geht nicht. Wir haben den freien Willen bekommen. Das bedeutet das. Wir haben den freien Willen bekommen. Wir können uns immer entscheiden. Gegeben. Wir haben den freien Willen gegeben. Wir haben den freien Willen gegeben, genau. Es gibt den freien Willen, weil wir uns dafür entschieden haben. Genau. Und dieser freie Wille bedeutet einfach, dass ich frei entscheide. Mhm. Dass ich frei wähle. Ja. Und ich finde, es ist jetzt gerade so in aller Munde, dieses Wort Wahl. Ich wähle. Ja. Aber weißt du was? Viele wählen, ohne zu entscheiden. Das ist auch gut, ja. Mhm. Viele wählen, ohne zu entscheiden. Aber ich muss entscheiden. Weil entscheiden heißt, ich entscheide mich für eine Wahl, die ich getroffen habe. Und dann ziehe ich das durch. Mhm. Und da kommt wieder mein Ding. Aufgeben ist keine Option. Ja. Hm? Genau. Das ist einfach das Wichtige. Und wenn ich, aber das kann ich nur machen, wenn ich mich für eine Wahl entschieden habe. Und es nützt mir nichts zu wählen und dann nicht zu entscheiden. Ja. Nee. Und alle schreiben jetzt wählen und ich wähle das und du kannst frei wählen und. Ja, wähle und entscheide. Und ja. Entscheide immer wieder deiner Wahl entsprechend. Genau. Und dieses Entscheiden, das ist halt auch wirklich etwas, was man täglich praktisch wiederholt. Täglich? Minütlich? Minütlich, sekündlich. Momentlich? Ja, augenblicklich? Ja, ja. Das stimmt. Ja, jeder Augenschlag. Aber weißt du, man tut es ohnehin. Das ist ja immer auch so eine Geschichte, wo ich wirklich betonen will, mit jeder, mit der ich darüber spreche. Du tust es immer. Es ist Augenwischerei zu sagen, ach so, dann muss ich mich entscheiden und dann bin ich die Schöpferin meiner Realität. Nein, du bist es immer. Die Frage ist, gefällt dir das? Ja, Leute, so ist es. Das ist so einfach ist die es. Wahrheit. Und ja. Dahin zu arbeiten, in dieses Konzept sich zu bewegen, in diesem Konzept zu leben, ist absolute Freiheit, absolute Gesundheit. Und das ist das, was uns interessiert. Geld gehört nur zur Freiheit. Mhm. Was interessiert uns sonst noch? Mhm. Liebe, Unterstützung. Es gehört einfach nur zur Freiheit. Ich fühle mich frei, wenn ich geliebt und unterstützt werde. Ich fühle mich frei, wenn ich Fürsprecher habe. Ich fühle mich frei, wenn ich Fans habe. Aber mir geht es letztendlich tatsächlich um diese gelebte Freiheit. Mhm. Wenn ich ohne Geld frei wäre, wen würde das Geld interessieren? Wenn ich ohne Geld alles machen könnte, alles entscheiden könnte, jede Wahl durchziehen könnte, würde mich doch Geld nicht interessieren. Geld ist ja so eine Erfindung, ja. Geld ist eine Erfindung, die unserem Mindset entspricht, dass Mangel herrscht. Ja, weil ich es dann einteilen kann. Ohne Geld könnte ich ja die Freiheit nicht einteilen. Deswegen, es funktioniert alles auf die gleiche Art und Weise. Nur liegt es daran, wie führen wir unseren Verstand, wie führen wir unsere Vorstellungskraft, wie führen wir die? Und das ist einfach etwas, wo wir aktiv und bewusst entscheiden, ich sage es wieder, nicht nur wählen, sondern auch entscheiden, das so zu tun und dann das nie wieder anders zu tun. Ja, und zwar so lange, bis es eben in diesem, naja, genau, wir können nun Stunden drüber reden. Ich hoffe, euch hat es Wahrheit und Wahrheit gebracht. Ja. Wir sind da, wir werden nicht aufhören, da aus diesem Wissen heraus zu leben, weil diese Wahrheit, wenn du sie einmal kennengelernt hast, wenn du einmal diese Beziehung mit dieser göttlichen Wahrheit und Klarheit aufgebaut hast, dann ist es eine Beziehung fürs Leben. Genau. There is no way back. Also Achtung! Wenn du hier anfängst, ist es ganz, ganz schwer, aus der Nummer wieder rauszukommen. Aber du willst es ja nicht mehr. Du willst es ja nicht mehr. Dann wird es womöglich richtig geil in deinem Leben, egal was gerade außen ist. Und das ist das Letzte, was ich sagen will. Warte nicht, bis sich im Außen etwas zeigt, was dir scheinbar die Erlaubnis gibt, neu zu wählen und neue Entscheidungen zu treffen. Warte nicht darauf. Es ist Zeitverschwendung.
Genau, so ist es. Also, ihr Lieben, tschüss. Tschüss.